Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück in Trains in World 4 und drehen mal wieder gemeinsam eine kleine Biege. Und ihr werdet es schon hören, meine Tonaufnahme ist einfach nicht die beste. Ich bin weiterhin in der sächsischen Schweiz bei meinen Schwiegereltern zu Gast und unterwegs und in diesem Häusle gibt's einfach keinen Raum, wo ich eine grundsolide Aufnahme tontechnisch generieren kann. Ich habe eben aber gerade die Zeit und die Lust, um zu fahren, also tue ich das auch. Und bedingt meiner kaum vorhandenen Zeit nehme ich euch einfach wie gewohnt mit, auch bei schlechter Tonaufnahme ausnahmsweise mal. Wenn ihr nicht dabei sein wollt, verstehe ich das und sage sorry und dann bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mit mir mitfahren wollt, sage ich ja sehr nice, also willkommen an Bord und wir drehen einfach eine Biege. Mal gucken, was das tontechnisch auch so wird. Also, ab zu den Zügen via Streckenauswahl. Wir fahren heute mal auf der Maintalbahn Aschaffenburg, Mittenberg, Miltenberg, verdammte Axt, oder andersrum, wir fahren nach Fahrplan. Mit der Baureihe 642 im Creators Club habe ich mir von lieben Cat die Lackgebung BLB besorgt. Gucken wir uns gleich mal genauer an. Und wir fahren nach Fahrplan um 7.19 Uhr über gerade mal knappe 37 Minuten. Also fast schon ein schnelles Spielchen. Bei dynamischem Wetter am 1. April ohne April-Scherz. Und wie immer gilt's PZB, Sie fahren kurz meine Freunde oder immer nicht. Wir werden es gleich sehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video und sage, auf geht's. 151,6 Tonnen Zuggesamtgewicht bei 4 Zugeinheiten bei 83,5 Metern Zuggesamtlänge. Also eine Doppeltraktion. Wir werden als erstes mal den Hauptschlüssel und den Richtungsschalter nach vorne schieben, um dann links zu entriegeln. Und nach Fahrplan haben wir noch gut knapp 2 Minuten. Heißt, wir können uns erstmal von draußen begutachten. So schauen wir aus. Genau meine Schiene, Westfrankenbahn, Bahnland Bayern. Okay. Und in der Doppeltraktion haben wir hinten noch eine reguläre Lackgebung dranhängen. Gut, wir rüsten mal auf, soweit wie nötig, soweit wie möglich. Und zum einen wäre das hier die Zugspitzensignale eingeschaltet. Nochmals der prüfende Blick. Passt. Und dann werden wir uns vom Hocker erheben müssen und mal irgendwo hier hinten die SIFA einschalten, wo ich mal gar nicht drauf klarkomme. PZB-Modus hier in der Null. Wozu gibt es überhaupt diesen Schalter in diesem Zug, Freunde? Bitte schreibt es mir in die Kommentare, dass ich schlauer werde. Ich weiß ja so schon nicht viel, aber hier bin ich der Meinung zu wissen, dass dieser Schalter völlig überflüssig ist. Warum sollten wir hier den PZB-Modus umschalten? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht dran, dass es sinnvoll hier ist, was hier passiert. Aber korrigiert es mich bitte. So, PZB eingeschalten und dann wieder hingesetzt. Und ich hoffe, wir sind dann soweit abfahrbereit, als dass ich hier grundsolide mal aufgerüstet habe. Wir können mal von draußen schauen. Überhaupt eigentlich uns den Start anschauen von draußen. Und ich denke, Türen schließen wäre schon möglich. Sprich, nichts dagegen. Links verriegeln. Und auf die Sekunde genau schieben wir die Leistung rein und sind hoffentlich abfahrbereit. Jo, sind wir. VMAX 40 voraus. Sollten wir hinkriegen. Befreit. Passt. Abfahrt. Gute Fahrt. Schaut ganz gut aus. Freue mich, dass wir wieder mit der Garnitur unterwegs sind. Lange nicht mehr gefahren. Eigentlich seit Release des DLCs. Und ja. Auf jeden Fall mal wieder eine schöne Strecke. Freue mich drauf. Und hier sollten wir ja relativ quick and dirty tatsächlich einmal durchkommen. Bis nach, ich spreche es immer falsch aus, bis nach Miltenberg, oder? Kurz gucken. Miltenberg, genau. VMAX 90 voraus. Wir könnten gerade mal von draußen spotten, oder? SIFA.
So, und hier verlassen wir den elektrifizierten Bereich. Und wir hatten gerade noch irgendwo in Transport Fever 2 darüber gesprochen. Dass so ein elektrifizierter oder so ein ausphasendes Gleis, was nicht elektrifiziert ist, doch noch mit 1, 2, 3 Oberleitungsmasten und Oberleitung versehen ist, der dann nach rechts vom Gleis weg abgespannt wird. Aber ihr habt sie gerade gesehen, hier wird einfach, folgt die Oberleitung den Hauptstrang sozusagen und ist dann damit weg. So, VMAX 90 und dann VMAX 100 und dann wiederum VMAX 60 voraus. Vorsicht an der Bahnsteigkante, Zugdurchfahrt. Wir haben noch 11 Kilometer vor uns bis Kleinwallstadt. Sind hier entsprechend, habe ich es richtig gesehen, mit dem RE unterwegs. Mit einem Express, nicht mit einer regulären Bahn, Regionalbahn, sondern tatsächlich zügigen Fußes über 37 Minuten die Strecke abgefahren im Regionalexpress. Perfekt. So, können wir Leistung schon rausnehmen. Viel schneller werden wir auf dem Stück jetzt auch nicht mehr. Und bremsen eigentlich gleich wieder rein. Ah, es wird zu knapp werden. Ja. Shit. Schnellbremsung. Ich hoffe, ich kriege die gelöst. Irgendwie zeigt es mir das nicht sauber an. Schon wieder Fehler gemacht. Verstehe ich gar nicht, dass mir das nicht... Wenn ich den hier so nehme, der zeigt mir aber die Bremsstufen nicht an, beziehungsweise gibt es keine. Ich weiß nicht so genau. Aber na gut, dann ist es so. Mal wieder gucken, dass wir auf Speed kommen. Und hier den Fahrplan irgendwie halb noch halten. Und ja, viele von euch haben in den letzten Videos natürlich wieder konstruktive, feinste Kritik mitgegeben. Vielen Dank dafür, vielen Dank für eure Kommentare, aber eben auch vielen Dank für eure wirklich nützlichen Einwürfe. Und dieses Video heute wird kein repräsentables Video natürlich meiner mittlerweile allgemeinen Fahrkünste, einfach weil ich hier irgendwo gerade in der Küche an einem kargen Holztisch sitze, wo ich probiere mal irgendwie dahin zu fahren. Das ist alles nicht. Sag mal, wir kommen nicht auf Kurs mehr, gell? Bremse raus, Kombihebel raus, Kombihebel rein, jetzt geht's weiter. Also das ist heute alles nichts. Ich bin froh, wenn ich zwangsbremsenfrei durchkomme. Aber vor allem der liebe SpaceMonkey6, der hat mir nochmal, oder des Öfteren ja immer wirklich gute, wichtige, richtige, konstruktiv-kritische Einwürfe gebracht. Die probiere ich natürlich noch zukünftig klarer, eindeutiger wahrzunehmen. Aber eben nicht heute, aber dann hoffentlich ab dem nächsten Transimworld-Video, wenn ich wieder zu Hause bin. Unter anderem hat er auch geschrieben, dass ich halt klar immer noch ein Stück weit nervös sein kann und auch bin. Neuling, Anfänger ist halt so. Aber ich soll trotzdem probieren, ein bisschen mehr Ruhe zu bewahren. Die AFB auch nicht so viel darum zu fingern, sondern statt tatsächlich dann auch mit der regulären Zugbremse reinzubremsen, Leistung rein, raus und dann was draus machen, statt zu nervös zu sein. Und da hat er recht, muss ich dran arbeiten. Ansonsten finde ich es aber übrigens auch gut, dass viele von euch sehr lobend weiterhin reinschreiben. Ist auch eine große Motivation. Arzuao und viele andere immer wieder sehr lobend. Als das tatsächlich eines der wichtigsten Kommentare auch von Arzuao war, der geschrieben hat, hey, wenn ich es denn richtig auf dem Schirm habe, Checo, ist es so, dass du wirklich nur dieses Spiel dann fährst, wenn du auch ein Video aufnimmst und dafür fährst du wirklich recht gut und so ist es auch. Ich meine, Eigenlob stinkt, aber darauf will ich gar nicht raus. Es ist wirklich so, es muss den Zuschauern klar sein.
dass ich zu keiner Zeit bisher, seitdem ich wirklich TrainSimWorld oder die Zugsimulatoren spiele, die Chance hatte, mal irgendwie im Offscreen zu üben. Also bedingt meiner kaum vorhandenen Zeit, ihr wisst es, ist es so. Jede Fahrt, die ich fahre, von den wenigen, die ich fahre, wird gleich aufgenommen und auf YouTube hochgeladen. Und von daher wisst ihr ganz genau, wie viel Praxiserfahrung ich hier in der Simulation habe. Ist das genau die Menge an Praxiserfahrung, die ich hier auf YouTube bereits dargestellt habe. Und ja, da ist mittlerweile auch schon einiges zusammengekommen, aber wenn ihr denn bedenkt, dass wir doch auch immer wieder neue Strecken fahren, neue Garnituren fahren, dann ist das dann auch unter dem Gesichtspunkt, Stichwort Streckenkenntnis, allgemeine Erfahrung, gar nicht so viel, ja. Pro Zug, pro Strecke, alles sehr spärlich bisher. Und ja, dann kann ich mich nur wiederholen, dann finde ich das Kommentar von Marzuaro und auch das Feedback sehr, sehr cool, sehr, sehr motivierend, dass er das ein Stück weit anerkennt, schon versteht und sieht und entsprechend auch sagt, unter diesen Bedingungen, wie ich fahre und hier auf YouTube auftrete, bin ich da schon recht gut unterwegs. Also, Arzuao, solltest du das hören, auch Dank und Gruß geht raus, so wie übrigens natürlich auch an alle anderen. Und ihr wisst es, seit dem letzten Video habe ich auch wieder angefangen, eure Kommentare immer unter dem letzten oder vorletzten TrainSimWorld Video vorzulesen. Auch das funktioniert heute leider nicht, weil ich hier tatsächlich wirklich nur mit meinem einzigen Laptop-Bildschirm spiele. Ich habe hier nichts anderes um mich rum, irgendwie keinen zweiten Monitor, keinen zweiten Laptop. Und von daher lässt sich das alles schwer bis gar nicht ablesen. Was ich noch einfach sagen kann mit Blick auf das letzte TrainSimWorld Video, wo wir mit der Baureihe 101 gefahren sind, irgendein arrangierter Zuschauer hat mir mal auf die Sprünge geholfen, weil wir mit der 101 in der Bauhaus-Lackgebung gefahren sind und hat mir erklärt, yo Checo, das ist aber nicht die Lackgebung für Werbezwecke vom Bauhaus, dem Heimwerkermarkt, sondern hier geht es wirklich um ein architektonisches, nostalgisches, historisches, kulturelles Bauhaus, was irgendwo in Deutschland steht. Und da hat er mir auf jeden Fall maßgeblich mit auf die Sprünge geholfen. Hatte ich mal wieder einen dicken Klemmer, maximales Fettnäpfchen. Ich dachte tatsächlich, oder, das wäre die Baumarkt-Bauhaus-Lackgebung auf der 101 und habe mich gewundert, warum noch so ein komischer, so eine komische E-Mail-Adresse mit angegeben war vom Bauhaus Dessau oder so, ich weiß gar nicht, Bauhaus Dessau, Bauhaus Erfurt, mit auf dieser Lok, weil eben da dieses architektonische, kulturelle geprägte Bauhaus, um was es geht, steht in dieser Stadt, weshalb denn diese E-Mail-Adresse mit Internetadresse mit angegeben war. Erschließt sich jetzt für mich. Vielen Dank auch an der Stelle für die Korrektur, Unterstützung, Informationen mit dem Kommi. War mir mal wieder etwas unangenehm, gell? Checo, es war eindeutig zu verstehen. Ich dachte, ich gehe von der Bauhaus-Werbung für den Heimwerkermarkt Bauhaus aus, was völliger Quatsch war. Ansonsten die 101, immer wieder nice. Ich fahre die sehr, sehr gerne. Aber auch da, um hier gerade ein bisschen zu smalltalken, weil ich mich freue, wenn ich mal mit euch ein bisschen hier gerade fachsimpeln kann. Kann ich so sonst in meinem Urlaub mit gar keinem. Die 178, oder? Ja, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Absoluter Flop gewesen. Weiß schon. Aber es bildet auch fast eine Ausnahme. Es gibt halt trotzdem so, so viele schöne Lokomotiven. Rollmaterialien hier in TrainSimWorld mittlerweile, die man fahren kann. Ob alt oder neu, muss ich auch dazu sagen. Also ich fahre auch immer wieder gerne 146. Ich fahre auch immer wieder gerne den ICE 3. Und ich fahre auch immer wieder gerne eine 423. Sind ja schon alles Garnituren. Die gibt es lang oder ein Talent. Aber es ist wirklich geil zu fahren. Macht unheimlich viel Spaß. Und da sind wir beim Thema. Ich komme viel zu wenig dazu, mal wirklich einfach mal so ein bisschen TrainSimWorld zu fahren. Mal ein, zwei Runden auch hintereinander zu drehen. Vielleicht mal drei, vier. Schaffe ich gar nicht, ja. So, wir müssen runter auf 85, denke ich. Und dann VMAX 60 voraus. War relativ knapp mit Blick auf die Bremskurve, gell? Muss ich schon sagen. Na gut, hat funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob man hier auf so einen Nebenbahnen auch Geschwindigkeitsprüfeinheiten erwarten sollte. Bin mir nicht sicher. Müsste man ein bisschen auf der Hut sein.
So, die VMAX 60 erreichen wir auch diesmal vorschriftsgemäß, nicht wie eben Geschwindigkeitsübertretung, knappe 8 km/h. Diesmal passt das. So, und wir kommen an in Kleinwalstadt, 400 Meter. Und sind ganz gut bis hier durchgekommen. Was sagt der Fahrplan? Ja, wir sind drüber. Wir sind nicht am oberen Limit gefahren hier von den möglichen Geschwindigkeiten. Das tut uns hier jetzt vielleicht nicht ganz so gut an der Stelle. Doppeltraktion. Müssen wir gucken, dass wir wirklich hier in den Bahnhof ein Stück reinkommen. So, Bremsverhalten, natürlich sind wir im Thema, ist mir absolut nicht bewusst gerade. Müssen wir uns reinüben kurz. Stehen drin, gucken uns das Ding mal von draußen an. Abfahrt dann gleich weiter nach der Ein- und Ausstiegszeit, insofern das Signal umspringt. Vielleicht sollten wir mal gerade gucken, ob der Zug noch voraus ist. Dann wissen wir, wie viel Stress wir hier haben. Aber es ist anscheinend keiner zu sehen, wenn ich nicht gerade was übersehen habe. Gucken wir noch kurz von draußen. So, Türen verriegeln. Jetzt muss nur noch grün werden. Wird's aber nicht. Könnten wir hier mal schnell auf Signalwechsel warten. Dann sollten wir doch nochmal reinschauen. Wahrscheinlich habe ich... Ach so, wir stehen hier in die Richtung. Ich habe eben... Ach, Mai. Falsch rumgeschaut. Zug. Trotzdem kein Zug zu sehen. Was habe ich verpasst? Hier ist er. Jetzt er. Also muss man ganz genau schauen. Der rauscht noch an und damit ist der Fahrplan einmal mehr, glaube ich, ein Stück weit passé. Außer diese extra Wartezeit ist eingepreist im Fahrplan. Macht aber nur bedingt Sinn, weil ich finde, wenn es so wäre, dann könnte der Fahrplan hinsichtlich der Abfahrtszeit hier an diesem Bahnhof entsprechend entspannter ausgelegt sein. Und das ist er nicht. Von daher fahren wir hier jetzt mehr Verspätung oder stehen hier mehr Verspätung rein, bedingt unseres Wartens durch den noch entgegenkommenden Zuges, womit der Fahrplan dann aber so ein bisschen für uns passé wird hinsichtlich eines pünktlichen Erreichens unseres Endhaltepunktes, beziehungsweise bis dahin, wo wir den Zug fahren werden. Nach Miltenberg, oder? Preisfrage, Fettnäpfchen, Checo, Miltenberg, genau. Nochmal geguckt. Da kommt er. Sollte schon zu sehen sein. Da ist er. Gleiche Lackgebung. Gruß und Dank. An der Stelle geht auch raus Richtung Cat Gaming natürlich. Vielen Dank. Für das sehr schicke Paint, mein Lieber. Und auch da muss ich ehrlich sein, musste ich glatt nochmal kurz googeln. Ich bin halt nicht auf den meisten Strecken sicher. So wie ich hier halt auch nicht sicher war. Und musste googeln, klar ist mir bewusst, dass Aschaffenburg noch in Bayern liegt, in Unterfranken. Aber ich wusste eben nicht, ob die Maintalbahn sich wirklich permanent in Unterfranken und damit verbleibend in Bayern aufhält oder ob die rüberfährt nach Hessen. Hab's dann aber gecheckt, wir sind hier im unterfränkischen Ländle unterwegs, bleiben hier auch die ganze Zeit. Und von daher lohnt sich auch immer mehr die Lackgebung der Bahnland Bayern hier. Anstatt wir hier den Hessen ein Stück weit Ungerechtigkeit geben würden, mit der schönen bayerischen Lackgebung rüber nach Hessen zu fahren. Gelle, wie es immer so ist. Da fühlt sich ja der ein oder andere schnell benachteiligt. So, VMAX 60, VMAX 100 und dann geht es gleich hoch auf VMAX 120. Das ist wahrscheinlich noch hier alles der, oder sind die schnellsten Streckenabschnitte. Wir haben 3,5 Kilometer bis Obernburg, Elsenfeld. Und wie ihr euch denken könnt, ich kenne hier nichts. Früh ist am Morgen um 7.37 Uhr. Noch weniger, anderthalb Minuten bis zur eigentlichen Ankunft. Die packen wir natürlich bei Weitem nicht.
Sehr cool. Schaut gut aus, bis die Gute hier auch in der Doppeltraktion wieder auf Speed kommt, auf die erlaubten 120. Davor erreichen wir schon eigentlich den nächsten Bahnhof. In weniger 2 Kilometern. So, Leistung raus, schneller werden wir nicht mehr. Und dann bremsen wir hier gleich rein. Jo, und gefühlt können wir das sachte angehen lassen, weil ich kann mich dann wiederholen. Den Fahrplan haben wir sowieso schon gesprengt und ich glaube kaum, dass ich das noch schaffen würde, ihn wieder reinzufahren. Aber vielleicht ist die Standzeit an den Bahnhöfen, an den kommenden, doch noch so lang, als dass es möglich wäre und ich das dann jetzt hier wieder vergeigen würde. Wahrscheinlich auch hier wieder das falsche Zurücklehnen, was ich tue. Aber nun gut. Ja, und der bremst echt smooth. Also für uns die zweite Bremsung hier gerade erst seit langer, langer Zeit. Und eigentlich ist die recht gelungen, Freunde, oder? Die war gut. Wie es immer so ist, ich analysiere mich ja da schon selber. Allgemein und recht kritisch. So, wir stehen gut drin natürlich. Können wir wieder von draußen spotten hier. Unsere Abfahrt. So, Türen schließen. Und Leistung rein. Ach, ich habe nicht mal ein Mauspad hier. Keine guten Grundvoraussetzungen für ein schönes Let's Play. Ich fahre trotzdem, ihr seid dabei. So, 3,8 Kilometer bis zum nächsten Bahnhof, Erlenbach. VMAX 120 erlaubt. Wie gesagt, bin schon lange nicht mehr gefahren und war mir nicht bewusst, dass wir doch so lange Teilabschnitte auf der Strecke haben, wo 120 erlaubt sind. Hätte gedacht, wir sind hier größtenteils langsamer unterwegs, aber wahrscheinlich bin ich da falsch. Es gibt ja noch die Strecke, sie liegt mir nicht auf den Lippen. Mit was fahren wir da? Mit der 628, oder? Wie heißt denn die verdammte Axt? Oh, ich habe nicht mal ein Handy hier, dass ich die googeln könnte. Aber ich glaube, auf der Strecke ist es so. Ihr wisst garantiert, um welche es geht, wo es langsamer vorangeht. Die 120 ist schon noch was. Hatten wir jetzt auch letztens, wie gesagt, im Transport Fever 2, ich glaube, ich habe es am Anfang des Videos schon mal erwähnt, Vorsicht, Zugdurchfahrt, wo wir immer wieder noch auf der Map der 7. Staffel dabei sind, Nebenbahnen zu generieren, auszulegen. Und da geht es immer wieder auch darum, ist die VMAX 120 zu viel des Guten? Und wenn wir hier gerade mal die Maintalbahn abfahren, sage ich mit Blick auf die Map der 7. Staffel und unsere Nebenbahnen. Nein, VMAX 120 ist durchaus erlaubt. Das passt schon. Können wir so auf der Map auf jeden Fall auch gelten lassen. Müssen ja nicht wirklich alle auf VMAX 120 ausgelegt sein, aber dadurch, dass wir auf der Map in der Staffel der 7. In Transport Fever 2 durchaus ja einen wirtschaftlichen Ansatz immer noch fahren, spielen, lohnt sich schon, dass wir größtenteils möglichst großzügig entsprechend auf höchstmöglichen Geschwindigkeiten fahren. So, kommt der Checko ins Schnattern. Wird die Sifa nervös, gell? Kann ich verstehen.
So, wir erreichen wieder bei weitem nicht die 120. Sind gerade mal auf 100 und machen das eigentlich wie eben. Wir könnten es ein bisschen schärfer angehen lassen. Eben war es schon noch sehr sachte reingebremst. Aber größtenteils verhalten wir uns mal eben in der Annäherung zum Haltepunkt identisch. So, Erlenbach, dann nochmal checken, was haben wir denn noch? Klingenberg, Kleinbach, Miltenberg, also noch 3 Stationen danach. Check, ja, eine schnelle Partie, eine schnelle Runde. Viel mehr Zeit habe ich auch gar nicht. Freue mich aber, wenn wir es trotzdem mal geschafft haben, hier eine Fahrt zu absolvieren, eine Trainingsmaßnahme zu meinem Gunsten zu fahren. Das ist schon gut. Sogar mal gut reingebremst. Ich weiß immer nicht, wann man vom Können sprechen kann und wann man von Glück spricht. Aber das ist schon okay so. Eigentlich ist es falsch. Kann man so machen, aber eigentlich sollten wir uns ja tatsächlich erheben. Aber so können wir nicht rausschauen, gell? Das geht hier nicht. Schade. Das geht hier wirklich nicht. Ging doch in vielen Zügen, oder? Hier aber anscheinend nicht. Also, okay, wieder hingesetzt. Türen verriegeln. Ab geht's, auf geht's. 2 Minuten Verspätung. Passt schon. Leistung rein. Und los. Auch da wieder meine Frage. Können wir in so einer Dieseltraktion die Leistung einfach 100% von null auf reinballern? Oder tut uns das irgendwie schlecht? Ich sage persönlich, ich glaube nein. So ein Zug ist da schon selbst in der Lage, sich zu regulieren, innerhalb oder immer am maximal möglichen, ohne in Materialverschleiß oder zu starker Materialbelastung zu gehen. So, sicherlich der Main hier, den wir queren. Aber schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ich da falsch oder richtig liege. Für den Moment sage ich, ich könnte die Leistung eigentlich immer von 0 auf direkt auf 100% reinschieben, wenn es die Rand- und Rahmenstreckenbedingungen zulassen und ermöglichen. So, VMAX 120, wiederum 90. Passt. Nächster Halt Klingenberg in 2,5 Kilometern. Passt. Den Fahrplan sprengen wir gleich wieder innerhalb der nächsten 10 Sekunden. Passt. Aber so läuft's. Ja, wenn ich mir wahrscheinlich gleich selbst die Aufnahme anhören werde, wird's mir Gänsehaut geben im negativen Sinne, wie schlecht die Vertonung hier ist. Tut's mir leid, Freunde. Wird eine Ausnahme bleiben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das nächste Transimworld Video noch hier in oder bei meinen Schwiegereltern aufnehmen werde oder ob das dann schon wieder regulär aus meinem Stammplatz, aus meinem Arbeitszimmer zu Hause erfolgen wird. Mal gucken. So, hier schon wieder etwas risikoreich, fast zu schnell angenähert. Und hier sollten wir auch schauen, dass wir natürlich gut, so wie der Haltepunkt es vorgibt, wir den Bahnsteig ausnutzen, damit wir richtig drinstehen.
Wow. Oh. Wenn wir es ehrlich sehen, war es mit viel Glück gerade verbunden, gell? Fehlt nicht viel, Freunde. Ist schon okay. Fehlt aber nicht viel. So, checken wir auch hier wieder von außen ab. Bisschen spotten. Kann nicht schaden. Super schön. Tatsächlich schöne Aufnahmen und ich muss sagen, ich meine 120 von der Geschwindigkeit her, da fordern wir unsere Hardware, meine Hardware, mein System jetzt nicht so maßgeblich raus, als wenn wir mitnehmen mit einer 101 bei 160 km/h oder mehr unterwegs sind. Aber die Strecke läuft hier derzeit wirklich sehr, sehr flüssig, oder? Also auch da mal wieder ein Vergleich zu alten Strecken versus zu neuen Strecken, wo man sagen kann, okay, die Performance vom Spiel ist verbessert worden. Meine Hardware hat sich ja demgegenüber nicht geändert. Oder auch andersrum kann man sagen, dass ich sagen muss, wie viel sagen habe ich jetzt gesagt, zu viel wahrscheinlich, dass ich tatsächlich hier von der Grafik hier einfach diese neuere Strecke auch wirklich grafisch ansprechender, hochwertiger finde als die guten alten Strecken, die ich zwar auch gerne fahre, aber München-Augsburg, Rhein-Ruhr und was es da alles gibt, die hier sieht schon einfach, die sieht optisch irgendwie, ach verdammt nochmal, sauber und ansprechend aus. Schon ein bisschen besser als die guten alten Strecken. Also ich finde, wenn ich es gerade mal über einen dicken Daumen bewerte, hat sich schon noch so einiges getan aus Zeiten von Trains in World 2, 3, bis jetzt in hier, in den vierten Teil rein, zu den DLCs, zu den Strecken, zu den Fahrzeugen. Nicht alles ist Gold, was glänzt, ganz klar. Aber das meiste, würde ich schon sagen, entwickelt sich in die richtige Richtung. Wie gesagt, auch allein an dem Beispiel Performance. Hier ruckelt so gut wie nix und wir haben viele andere Strecken, die auch bei der Geschwindigkeit schon ordentlich Probleme bereiten hinsichtlich Performance. 4,5 Kilometer bis Kleinheubach. Vorletzter Halt, bevor wir dann in Miltenberg ankommen. Und tatsächlich, hier schaffen wir es gerade noch mal ein bisschen auf Speed zu kommen und werden auch wohl die 120 km/h erreichen. Jo, da sind wir gut unterwegs. Reichlich Speed. Oh, fast verpennt. Ich weiß gar nicht, ob wir hier eigentlich Pfeiftafeln am Streckenrand haben. Vor Bahnübergängen, wo wir uns bemerkbar machen sollten. Habe ich gar nicht aufgepasst bisher. Wahrscheinlich könnte es sein, dass es wieder ein Fail wird jetzt hier. Jetzt brauche ich auch nicht mehr drauf anfangen zu achten. Zumindest, ihr habt die ganze Zeit mitbekommen, habe ich probiert immer vor einem kommenden Bahnhof, Bahnsteig, entsprechend hinsichtlich der unserer Zugdurchfahrt, mich kurz bemerkbar zu machen für die Fahrgäste. Aber die BÜs und die davor entsprechend eventuell geschalteten gesetzten Pfeiftafeln, die hatte ich jetzt auf jeden Fall gar nicht auf dem Schirm. Bin mir aber auch nicht sicher, mir fällt weiterhin nicht der Streckenname ein.
wo wir mit der 628 unterwegs sind, da gab es die eher, glaube ich, gell? Als hier. So, wir bremsen runter. Der BÜ hier ist beschrankt. Tut es also nicht Not, dass wir uns bemerkbar machen. Wie gesagt, hatte ich aber jetzt nicht im Blick. Eieiei. So, Zugbegegnung, sehr cool. Und wir sind a little bit schnell. Ja. Schöne Aufnahme. 612 lässt grüßen. So, Türen verriegeln, für uns geht's weiter. Weiterhin roundabout gute 2 Minuten Verspätung. Auf, letzter Streckenabschnitt bis zum für uns letzten Halt hier auf der Strecke, auf der Linie RE 87 nach Crailsheim. ...3,4 Kilometer. Tja, und sind wir jetzt der widrigen Umstände trotzdem relativ gut gefahren, Freunde? Ich meine, wahrscheinlich war es hier jetzt wieder keine große Kunst. Nebenbahn ist auch immer einfach oder einmal mehr einfacher als auf stark befahrenen Strecken zu fahren. Aber ich sag mal so, ich gehe mal davon aus, dass wir die Mindestanforderungen hier knapp erfüllt haben. Korrigiert es mich natürlich und sehr gern via Kommentare unter diesem Video. VMAX 60 voraus in gut 1 Kilometer. Check. Wir beschleunigen gerade trotzdem noch auf die letzten Meter ein Stück rein. Oder eben auch nicht. Ach, fast die VMAX 60 übersehen. Shit, doch noch einen relativ scharfen Fahrfehler vollzogen hier. So sorry, gerade geträumt tatsächlich. Shit, gerade überlegt, wie ich hier das Outro so ein bisschen gestalte. Und bums, passiert's, gell? Na gut, war zu verkraften, wenn auch nicht schön. Damit sage ich 2 Fahrfehler. Der war gerade ein bisschen heftiger als der erste, wo wir auch eine Geschwindigkeitsübertretung hatten. Aber nun gut, ich sag schon mal, vielen lieben Dank fürs Reinschalten, ihr Lieben. Bin gespannt, wie gut der Ton war. Wahrscheinlich ist er miserabel. Und verspreche Besserung. Ihr wisst es, wenn Checo ist back at home, wird's wieder gut. Beziehungsweise eher alt gewohnt.
Und ja, wäre noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da. Jedenfalls freue ich mich natürlich über eure Likes und vor allem eure Kommentare hier in Transim World. Und ich hoffe, ihr seid gesund. Bleibt mir ja gesund. Und dann bis zum nächsten Video. So, auf den letzten Metern hier rollen wir auch noch entspannt rein. Leicht links, leicht rechts, dann sind wir am Bahnsteig. Und wenn mich nicht alles täuscht, sollten wir so gut durchkommen. Vorne nochmal Zugbegegnung, beziehungsweise steht noch eine 612, mehr oder weniger abgestellt, gell? Und wir beenden hier unseren Dienst, unsere Schicht. Übergeben den Zug, welcher dann eben entsprechend weiter nach Greilsheim fährt. Bah, wir haben uns ein bisschen verbremst noch auf die letzten Meter. Passiert. Aber ich glaube, hier sollten wir auch schauen, dass wir gut richtig reinrutschen, um hinten nicht drüber zu stehen. Und schöne Sache. So, nochmal geguckt hinten. Na gut, easy peasy. Kein Problem. Locker. Das sollte gewesen sein. Medaille. Wie schaut's aus? Oh, kein Gold, Freunde. Nur Silber. Wir müssten nochmal ran. Macht's gut. Ciao, ciao. Baba, der Checo. Servus.